herzlich willkommen zum Online-Yoga. Einen wunderschönen guten Morgen an euch allen. Wie gerade schon erwähnt, wenn du kannst, setz dich hier im Kniestand. Du kannst natürlich jetzt auch hier ein oder zwei Blöcke unter deinem Gesäß schieben und dich darauf setzen, falls du Probleme mit deinen Knien hast. Du könntest dir auch noch eine Decke unter deine Knie legen. Also schau wieder, dass du bequem sitzt. Dann lass deine Hände ganz entspannt auf deine Oberschenkel sinken und schließ erstmal deine Augen. Nimm mal einen tiefen Atemzug ein und aus durch deine Nase. Nimm dir ein paar Momente Zeit, hier anzukommen. In deinem Raum, auf deiner Matte. Und in diesem Moment. Komm ganz an. Und nun nach und nach lenke deine Aufmerksamkeit für einige Momente zu deinem Atem. Lass deinen Atem ganz natürlich fließen und folge deinem Atem. Nimm wahr, wie du atmest. Ein und aus. Spür, wie die Luft in deine Nase hineinfließt. Wieder hinausfließt. Spür die sanfte Bewegung in deinem Brustkorb. Die sanfte Bewegung in deinem Bauch. Und nun atme noch einmal tief ein und aus. Langsam beweg Finger und Hände und öffne deine Augen. Dann atme ein, nimm die Arme einmal über die Seite nach oben. Schau auch gern nach oben, bring die Handflächen zusammen. Und mit deiner Ausatmung bring die Hände wieder auf dein Herz, die Schultern nach hinten und gleich nochmal ein. Streck dich lang nach oben und aus. Noch einmal so ein. Und aus. Nun atme ein und komm ein bisschen höher. Richte dich auf. Atme ein. Und aus. Setz dich wieder hin. Hände wieder auf dein Herz. Nochmal ein. Kraftvoll nach oben. Und aus. Nach. Gleich nochmal ein. Und aus. Und dann machen wir ein bisschen weiter. Atme wieder ein, richte dich auf, die Arme nach oben und jetzt aus. Komm in die Kindshaltung. Dann atme ein und komm in den Vierfüßlerstand. Ausatmend mach den Katzen. Ein, die Wirbelsäule wieder ausrichten und mit deiner Ausatmung lass dein Gesäß auf die Fersen sinken und richte dich dann wieder auf. Und wir machen es nochmal. Ein, komm nach oben, richte dich auf, aus in die Kindshaltung. Gerne große, runde Bewegung mit deinen Armen. Ein, in den Vierfüßler und aus, einmal runde Wirbelsäule, Katzenbuckel. Ein, richte deine Wirbelsäule hier gut aus im Vierfüßler und aus, setz dich wieder in den Kniestand. Noch einmal ein und aus in die Kindshaltung. Vierfüßler und Katzenpuckel mit deiner Ausatmung.
Ein, richte die Wirbelsäule aus und aus, setz dich auf dein Gesäß. Wir machen noch zwei Runden so, ein bisschen aufwärmen. Vielleicht kannst du es dir schon merken. Jetzt bin ich auch vergessen, nach oben zu kommen. Und aus. Ein, richte deine Wirbelsäule wieder aus hier und aus, setz dich auf. Letztes Mal, ein, komm nach oben, richte dich kraftvoll auf. Aus in die Kindseite. Ein Vierfüßler. Aus. Katzenbuckel. Ein. Richte die Wirbelsäule aus und aus. Setz dich auf dein Gesäß. Wir bleiben in der Bewegung, gehen aber jetzt ein bisschen weiter. Atme ein. Richte dich wieder auf. Atme aus in die Kindshaltung. Und dann kommen wir in den Vierfüßler, Katzenbuckel mit der Ausatmung. Wirbelsäule ausrichten mit der Einatmung, setz deine Zehen schon auf. Und dann kommen wir in deinen ersten nach unten schauen. Ja, lass die Knie noch tief gebeugt. Drück dich aus Kraft der Arme weit nach hinten. Dein Nacken locker und jetzt kannst du mal hier so ein bisschen auf der Stelle laufen. Der Engländer sagt immer, walk the dog. Bring deine Fersen Richtung Boden, abwechselnd. Bisschen die Beinrückseiten strecken. Gut. Nächste Einatmung, wir kommen ins Brett. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Länge. Die Schultern über deine Handgelenke. Und die Fersen ziehen nach hinten. Schau, dass du hier nicht so durchhängst. Also Körpermitte aktiv. Atme hier mal zwischen. Und jetzt gehen wir einmal nach unten, wenn du magst. Ausatmen. Setz erst die Knie ab. Brustkorb nach unten. Gesäß ist noch oben am Ende. Leg den ganzen Körper ab. Und dann atme ein. Komm in eine Kobra, groß oder klein. Du entscheidest. Mit der Ausatmung, komm zurück in die Kindshaltung. Atme hier mal zwischen. Und jetzt fangen wir von hier an, mit der Einatmung, gleich kraftvoll nach oben. Ausatmend, wieder in die Kindshaltung, einatmend in den Vierfüßler, aus den Katzenbuckel. Ein, richte die Wirbelsäule aus, stell die Füße, die Zehen auf und komm wieder in den nach unten schauen. Wenn du magst, lauf hier nochmal auf der Stelle. Und jetzt nochmal ein ins Brett, bleib hier nochmal. Kraftvolle Haltung, aktiviere die Körpermitte. Nächste Ausatmung, deinen Weg nach unten, wenn du magst, erst die Knie absetzen oder auch über Chaturanga langsam ablegen und dann gleich einatmend in die Kobra, groß oder klein, du entscheidest. Und ausatmend wieder in die Kindshaltung. Lass deinen Atem einen Moment zur Ruhe kommen. Und dann fangen wir wieder an und gehen dann noch ein bisschen weiter. Atme ein, richte dich auf. Atme aus in die Kindshaltung. Ein in den Vierfüßler, aus nochmal den Katzenbuckel. Ein, die Wirbelsäule ausrichten. Und aus, gehen wir wieder in den Mund. Richte dich hier gut ein. Und mit der nächsten Einatmung hebst du dein linkes Bein nach hinten oben und mit der Ausatmung beugt dein Knie, zieh dein Knie nach vorne und setzt den linken Fuß zwischen deinen Händen ab. Für wen es schwer ist, der macht es über ein, zwei, drei Atemzüge. Du kannst auch dein Knie in die Hand nehmen. Du kannst auch erstmal dein rechtes Knie hier abstellen. Schau nach vorne und von hier aus
Gehen wir dann einatmend einmal in die Variante vom Helden 1 mit gehobener Ferse. Und ausatmend gleich wieder zurück in den nach unten schauen. Ganz nochmal auf der Stelle laufen. Und dann einatmend jetzt ins Brett. Jetzt machen wir es fließen aus, dein Weg nach unten. Ein kleiner oder große Cobra. Und aus, wieder zurück in die Kindshaltung. Spür nochmal nach hier. Lass den Atem zur Ruhe kommen. Und dann fangen wir wieder an. Einatmend, richte dich auf. Komm jetzt in deinen Fluss. Wenn du es dir schon merken kannst, dann treffen wir uns im Hund. Katzenbuckel. Eine Wirbelsäule ausrichten. Und aus in den Hund. Mal zwischenatmen hier. Und dann gehen wir weiter. Einatmen, streck dein linkes Bein nach hinten oben. Ausatmen, beug dein Knie, zieh dein Knie nach vorne oben, setz den Fuß ab. Ein in die Heldenvariante. Und ausatmend wieder zurück in den Hund. Eins Brett. Und mit der Ausatmung dein Weg nach unten. Du kannst auch erst die Knie abstellen. Ein, deine Cobra. Und aus in die Kindshand. Spür nochmal nach. Gerne geh den Ablauf nochmal gedanklich durch. Jetzt wollen wir mal eine Runde rechts und links fließend machen. Und wenn du es dir schon merken kannst, dann komm jetzt gerne in deinen eigenen Fluss. Mit der nächsten Einatmung fangen wir an. Richte dich auf. Und aus in die Kindshaltung. Ein Vierfüßler, aus, Katzenbuckel, ein Wirbelsäule ausrichten und in den Mund. Heb dein linkes Bein nach hinten oben, ausatmen, setz den linken Fuß vorne ab, einatmen, kraftvoll in die Heldenvariante und ausatmen, gleich wieder in den Hund. Ein ins Brett, aus, dein Weg nach unten. Dann deine Cobra-Variante. Aus in die Kindshaltung. Und dann fängst du gleich wieder an für die andere Seite. Ein. Und zurück in die Kindshaltung. Vierfüßler, Katzenbuckel. Ein, richte die Wirbelsäule aus und aus, komm in den Mund. Heb einatmen dein rechtes Bein, ausatmen, bring den rechten Fuß nach vorne. Ein, richte dich kraftvoll auf und ausatmen, kommst du wieder in den Mund. Ein, ins Brett, aus, dein Weg nach unten. Ein in die Cobra und aus in die Kindshaltung. Jetzt nimm gerne deine Arme mit nach hinten. Leg die Stirn ab. Spür einen Moment nach. Gut. Nun komm wieder hier auf deine Viere. Und dann komm wieder in den nach unten schauen. Wollen wir hier noch eine kleine Bewegung machen. Du hebst wieder einatmend dein linkes Bein. Mit der Ausatmung beug und bring dein linkes Knie rüber zum rechten Ellbogen. Und mit der Einatmung öffne erst dein Knie rüber auf links
Und dann streckst du dein Bein wieder im Kreis nach oben. Aus, linkes Knie zum rechten Ellbogen, ein, über eine kreisende Bewegung zurück in den dreibeinigen Hund. Aus und ein. Noch einmal. Aus und ein. Dann setz deinen Fuß wieder ab. Atme nochmal zwischen den Hund. Ein, kommst du wieder auf die Knie. Aus in die Kindsart. Spür nochmal nach. Dann komm nach oben. Zurück in den Vierfüßler. Und lass uns die Seite wechseln. Wieder in den Mund. Richte dich erstmal ein hier. Dann nimmst du einatmend dein rechtes Bein, ausbeugt dein Knie. Rechtes Knie zum linken Ellbogen, einatmen, erst dein Knie öffnen, zurück in den dreibeinigen Hund. Noch dreimal. Aus. Ein. Und hier aus. Und wieder ein letztes Mal. Aus. Nochmal ein. Stell den Fuß wieder ab. Atmen hier nochmal zwischen. Einatmend auf die Knie und aus in die Kindshaltung. Spür nochmal nach hier. Und dann komm langsam nach oben ins Stehen. Eventuell brauchst du jetzt einen Block oder auch zwei, schau einfach mal. Und wenn du sie brauchst, dann brauchst du sie hier so auf deiner rechten Seite erstmal. Vor dir, neben deinem Fuß. Stell dich erstmal aufrecht hin. Roll die Schulter mal bewusst nach hinten. Schließ einen Moment die Augen. Deine Füße leicht geöffnet, die Füße gerade. Nimm einen Moment bewusst wahr, wie du hier stehst. Richte dich auf. Mach dich lang. Und dann atme ein, nochmal die Arme nach oben strecken, die Handflächen zusammenbringen. Ausatmen, gehen wir gleich in eine Vorbeuge. Und wenn du nicht mit Leichtigkeit nach unten kommst hier, dann brauchst du auf jeden Fall die Blöcke vielleicht auch schon jetzt. Mit der nächsten Einatmung hebst du dein linkes Bein auf Rückenhöhe. Und jetzt wollen wir in den stehenden Halbmond gehen. Heißt, ausatmend öffnest du dich nach rechts. Die rechte Hand, dreh deine Hüfte jetzt aus. Du kannst zu deiner rechten Hand schauen, die linke Seite geöffnet. Wenn du natürlich gutes Gleichgewicht hast, dann kannst du auch auf die linke Seite schauen, vielleicht sogar nach oben. Dann kannst du auch mal versuchen, hier vielleicht auf deine Fingerspitzen zu kommen. Kommst du vielleicht langsam in einer Linie mit deinem Körper. Du könntest auch die Fingerspitzen vom Boden lösen, dann stehe ich hier wirklich auf einen Arm, auch eine Variante. Nochmal tief ein, aus, komm zurück in die stehende Vorbeuge. Atme hier mal zwischen Nase langsam Richtung Knie. Nächste Einatmung, setz dich kraftvoll auf einen Stuhl. Dein Gesäß geht nach hinten, unten. Schau, dass du nicht hier nach vorne gehst. Du musst gar nicht so weit nach unten kommen. Spür jetzt die Kraft in deiner Basis. Und jetzt auch hier ausatmend öffnen wir uns nochmal. Rechte Hand geht zu Boden.
Linke Hand nach oben. Und jetzt schau, dass dein Knie hier nicht mitgeht. Lass dein linkes Knie gerade nach vorne gezeigt. Atme auch hier mal zwischen. Jetzt ist es ein bisschen leichter, den Blick zur Seite oder sogar nach oben zu richten. Und aus. Nochmal in die Vorbeuge. Jetzt einatmend, richte dich wieder kraftvoll ganz nach oben auf. Aus. Hände auf dein Herz. Stell dich nochmal aufrecht hin. Spür einen Moment nach. Vielleicht kannst du jetzt auch feststellen, auf der einen Seite hast du das schon gearbeitet, auf der anderen noch nicht. Dann lass uns die Seite wechseln. Atme ein, richte dich nochmal auf. Und atme aus, komm zurück in die Vorbeuge. Jetzt einatmen, heb dein rechtes Bein auf Rückenhöhe und ausatmen in den Halbmond. Also dreh deinen Fuß aus, löse den rechten Arm. Dein Blick auf die linke Hand oder wenn du kannst, auch hier zur Seite. Mir fällt es auf links immer ein bisschen schwieriger. Kannst du dich hier noch ein bisschen aufrichten. Vielleicht noch mal die Fingerspitzen lösen. Vielleicht diese Variante schon herausfordernd fürs Gleichgewicht. Auch für mich hier auf links, wie ihr seht. Gut, nächste Ausatmung. Komm zurück in die Vorbeuge. Und jetzt ein. Setz dich wieder kraftvoll auf einen Stuhl. Find dir deine Variante, wie tief magst du reingehen. Ausatmend öffnen wir uns wieder nach rechts, linke Hand geht zu Boden. Achte hier auf dein rechtes Knie. Schau nach oben jetzt, wenn dein Nacken es erlaubt, sonst kannst du auch wieder nach unten zu deiner linken Hand schauen. Und aus, zurück in die Vorbeuge. Einatmen, locker die Knie und richte dich wieder auf. Und ausatmen, Hände auf dein Herz. Jetzt machen wir auch hier einmal links und rechts fließend. Nimm dir eventuell deine Blöcke, pass dich an, atme ein. Lang machen nach oben, atme aus. Vorbeugen. Ein, linkes Bein heben und ausatmend einmal in den Halbmond. Atme hier nochmal ein und ausatmend kommst du schon wieder zurück in die stehende Vorbeuge. Einatmen setzt du dich kraftvoll auf einen Stuhl. Aus öffnest du dich nochmal nach links. Atme auch hier nochmal tief ein, denk an dein linkes Knie. Und ausatmen kommst du zurück in die stehende Vorbeuge. Ein, kraftvoll aufrichten. Wir wechseln die Seite, geh gleich wieder nach unten. Heb dann einatmen. Dein linkes Bein auf Rückenhöhe, ausatmen, Hüfte ausdrehen, rechten Arm auch öffnen. Hier nochmal einatmen und ausatmen, kommst du wieder zurück in die stehende Vorbeuge. Dann setzt du dich einatmen, kraftvoll auf einen Stuhl. Aus, nochmal nach rechts öffnen, denk an dein linkes Knie. Atme hier nochmal ein und ausatmend wieder zurück in die Vorbeuge. Locker die Knie, atme ein, richte dich wieder auf. Und aus, Hände auf dein Herz. Stell dich aufrecht hin. Roll nochmal deine Schultern nach hinten. Schließ die Augen. Spür deinen Körper. Nimm deinen Körper für einige Momente ganz bewusst wahr.
nochmal am Anfang deiner Matte. Atme wieder ein, mach dich nochmal lang und aus. Gehen wir wieder in die Vorbeuge. Mit der Einatmung lauf gemütlich nochmal in den nach unten schauenden Mund. Jetzt haben wir hier noch eine Übung. Jetzt bring dein linkes Knie nach vorne. Wir wollen in die Taube gehen. Öffne die linke Hüfte und streck dein rechtes Bein lang nach hinten. Du kannst dir hier gerne Kissen oder Decken unterschieben. Wichtig ist, dass du jetzt nicht ausweichst auf die Seite. Lass dein Gewicht in der Mitte. Die Hüfte darf auch ruhig in der Luft hängen. Deinen rechten Fuß ziehst du, soweit du kannst, zur Seite raus. Komm auf deine Fingerspitzen. Atme ein, deinen Brustkorb einmal nach vorne stoßen. Schau leicht Richtung Decke. Atme mal zwischen. Sei achtsam mit deinem unteren Rücken. Du kannst natürlich auch wieder hier sein. Du entscheidest, wie weit du hier gehen magst. Jetzt setz deine rechte Hand hier ab. Und jetzt machen wir noch eine Bewegung hier. Atme ein, über vorne geht dein linker Arm nach oben. Atme aus, mach den Kreis einmal komplett. Noch dreimal ein. Du kannst mit deinen Augen, mit deinem Kopf zu deiner linken Hand schauen. Ein und aus. Nochmal ein und aus. Dann komm hier zurück in die Mitte. Setz beide Hände ab. Du kannst die hinteren Zehen schon aufstellen. Und mit deiner nächsten Ausatmung kommen wir zurück in den nach unten schauenden Mund. Atme nochmal zwischen hier. Schau deine Wirbelsäule gestreckt, nicht rund hier. Knie kannst du auch beugen. Und dann ganz gemütlich, bring jetzt dein rechtes Knie nach vorne, öffne die rechte Hüfte, soweit es dir möglich ist. Dein linkes Bein lang am Boden, schau wieder dein Gewicht in der Mitte. Vielleicht brauchst du was unter deine rechte Hüfte. Hände nach hinten. Einmal hier in die Taube. Du richtest dich auf, soweit es deine Wirbelsäule erlaubt. Mal zwischenatmen. Und dann lass uns auch hier die Bewegung machen. Atme ein, heb den rechten Arm und aus, mach den Kreis komplett. Ein und aus. Noch zweimal. Ein und aus. Letztes Mal. Ein und aus. Komm jetzt zurück in die Mitte. Stell den hinteren Fuß ab. Und mit der nächsten Ausatmung komm wieder zurück in den nach unten schauenden Fuß. Richte dich hier nochmal ein, atme nochmal zwischen. Mit der nächsten Einatmung komm zurück hier in den Vierfüßler. Ausatmen, mach nochmal den Katzenbuckel. Ein, richte die Wirbelsäule aus und aus. Schieb dein Gesäß auf die Fersen. Die kleine Bewegung machen wir noch zweimal. Ein, komm wieder nach oben, aus, nochmal den Katzenbuckel. Ein, die Wirbelsäule ausrichten, aus, Gesäß auf deine Ferse. Letztes Mal, ein und aus. Ein und nochmal in die Kitzhaltung. Jetzt nimm dir gerne einen Block für deinen Kopf, wenn du nicht so leicht nach unten kommst. Nimm gerne mal deine Arme nach hinten zur Seite oder auch auf deinen unteren Rücken. Lass deinen Atem nochmal zur Ruhe kommen.
Und dann finde einen aufrechten Sitz deiner Wahl, immer der aussieht, mit gekreuzten Beinen, mit ausgestreckten Beinen oder doch lieber wieder auf die Knie, vielleicht auf einen Stuhl. Schau, dass du bequem sitzt und deine Wirbelsäule wieder mit Leichtigkeit aufgerichtet ist. Lass die Hände entspannt auf deine Oberschenkel sinken. Schließ deine Augen. Nimm erst einmal bewusst wahr, wie du hier sitzt und richte dich auch noch einmal bewusst aus in deinem aufrechten Sitz. Mach die Wirbelsäule nochmal lang, den Brustkorb nochmal bewusst öffnen, die Schultern entspannen. Schau, dass dein Nacken lang ist. Dann lenke deine Aufmerksamkeit wie am Anfang wieder zu deinem Atem. Nimm wahr, wie dein Körper atmet. Ein und aus. Ganz natürlich. Und nun nach und nach beginne mit einer aktiven Atmung. Wenn du kannst, atme nun in Ujjayi, die Kehlkopfatmung. Und wenn dir diese Atemtechnik noch nicht so vertraut ist, dann atme einfach durch deine Nase ein und wieder aus. Und finde erstmal deinen ganz persönlichen Atemrhythmus. Wie immer sei achtsam, dass dein Atem fließt, ganz ohne Anstrengung. Nach und nach in einem gleichmäßigen Rhythmus. Deine ganze Aufmerksamkeit bei deinem Atem. Und wenn du nun hier angekommen bist in deinem Atemrhythmus, dann nimm jetzt einmal ganz bewusst deine Atemfülle und deine Atemleere wahr. Also diesen kleinen Bruchteil einer Sekunde, wenn es von der Einatmung zur Ausatmung geht und wenn es von der Ausatmung zur Einatmung geht. Es ist eine natürliche, ganz kleine Pause, also nicht bewusst den Atem anhalten. Versuch mal, ob du wirklich diese klitzekleine, natürliche Pause spüren kannst. Beobachten kannst. Dann, wenn die Einatmung zur Ausatmung wechselt und wenn die Ausatmung zur Einatmung wechselt. Bleib ganz aufmerksam bei deinem Atem. Nimm bewusst deine Atemfülle und deine Atemleere wahr. Wenn du magst, kannst du jetzt gleich noch ein bisschen weitergehen. Vorausgesetzt, du hast kein Asthma oder Atemprobleme oder auch Herzprobleme, dann mach es lieber nicht und bleib bei dieser Variante. Ansonsten kannst du jetzt mal bewusst deine Atemfülle und deine Atemleere ausbauen,
indem du deinen Atem kurz anhältst. Du kannst bis 1, bis 2 oder auch bis 3 zählen. Schau, wie es für dich passt. Und mach das dann auch bei der Atemlehre. Bleib weiterhin achtsam, dass dein Atem fließt. Ganz ohne Anstrengung. Ein und aus. Und nun lass deinen ganzen Atem wieder los. Lass deinen Körper wieder ganz natürlich atmen. Und beobachte nochmal deinen Atem. Wie atmet dein Körper jetzt ein und aus? Nimm wahr. Dann nimm nochmal deine Hände auf dein Herz. Bedank dich bei dir selber, dass du dir heute Morgen Zeit für dich genommen hast. Und dann nimm nochmal einen bewussten, tiefen Atemzug ein und aus durch deine Nase. Und wenn du dann soweit bist, öffne deine Augen. Komm wieder zurück. Namaste.